y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos volvemos no el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mural, por las coplas que mordimos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Hallo und herzlich willkommen bei Backstage, dem Interviewmagazin bei Kanal 21. Und ich freue mich, das Duo Reo Inanna vor ihrem Auftritt noch mal kurz sprechen zu können. Und an dieser Stelle noch mal hallo Reinhold Westerheide und Marlon Meissenberg. Hoffe, euch beiden geht's gut. Sorry, falls ich euren Namen falsch ausgesprochen habe. Könnte mir jemand sagen, wie man es richtig macht? Reo Inanna. Und das ist aber nicht Spanisch, sondern sind Eigennamen. Genau. Ich bin Nana. Mhm. Ich bin Reo. Und was bedeutet das? Das sind Namen. Ach, das sind einfach Namen. Okay, keine weitere Bedeutung. Ist ja auch egal. Wenn ihr nicht jetzt gerade wie jetzt im Interview vorm Auftritt bei mir sitzt, was macht ihr normalerweise? Also neben Soundcheck, habt ihr Rituale, Traditionen? Wie bereitet ihr euch auf den Auftritt vor? Das ist eine gute Frage. Kaffee, Essen, Üben, Proben? Üben, Proben. Ja. Umziehen, konzentrieren, nochmal Ablauf durchgehen. Texte durchgehen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe auch eben Soundcheck geguckt, das habt ihr sehr, sehr toll gemacht. In der Kombi gibt es euch jetzt seit 2016 und ihr habt ja quasi aus gemeinsamer Begeisterung für diese Art der Musik euch gebildet. Könnt ihr vielleicht kurz definieren, was eure Interpretation südamerikanischer Musik eigentlich ausmacht? Also wer seid ihr eigentlich? Das sind südamerikanische Lieder von Protestsängern, sage ich mal, jetzt ein alter Begriff, aber politisch engagierte Leute, die zum Teil auch sehr gelitten haben unter dem jeweiligen Regime. Mhm. Und das sind, das sind fantastische Musiker gewesen, die ihre Sache mitteilen wollten durch Lieder. Und die gehen sehr ans Herz. Wir haben mal ein Programm gemacht, das hieß Yo vengo a ofrecer, ja, genau, mi corazón. Genau, das heißt auf Deutsch, wir bieten dir unser Herz an. Oh, das ist schön. Ja, genau. Und das hat auch ein bisschen mit dieser Musik zu tun. Das ist ein bisschen eine Diskrepanz vielleicht zwischen also diesem Politikum. Das ist einerseits diese Heftigkeit. Victor Jara wurden die Hände abgehackt, weil dann konnte er nicht mehr spielen. Aber er konnte immer noch singen. Er hat dann ohne Gitarre weitergesungen. Und einerseits diese Grausamkeit und auf der anderen Seite dieses unheimlich Warmherzige. Das ist, was wir... Und poetische, also es sind poetisch, sehr, genau, sehr poetische Texte. Mhm. Ja. Also uns geht die Musik selber ans Herz. Ojalá se te cabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegador. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Das sind jetzt keine Songs, die wir selber geschrieben haben, sondern das kommt halt von lateinamerikanischen Liedermachern, eben wie Victor Jara oder Atahualpa Yupanqui, der zum Beispiel der Urvater, sage ich mal, dieser lateinamerikanischen Musik war und viele inspiriert hat. Und es geht eben ganz viel in diesen Liedern um den Kampf gegen Faschismus, um soziale Gerechtigkeit. Und das ist schon etwas, was, kann ich von mir sagen, mir sehr am Herzen liegt. Also auch eine Herzensangelegenheit, ja, für euch beide, definitiv. Was erwartet denn jetzt gleich die Zuschauer bzw. das Publikum gleich bei eurem Auftritt? Ja, die Message, die wir gerade gesagt haben, das, klar, das bekommt auch der Zuschauer mit. Wir erzählen noch ein bisschen etwas zu den Interpreten und den Stücken, weil die Stücke sind alle in Spanisch. Spricht nicht jeder Spanisch, ist nicht für alle zu verstehen. Und um ein bisschen was zu den Hintergründen zu erzählen. Und ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir die Zuschauer berühren.
Ich muss sagen, ich kann kein Spanisch, also nicht so gut, aber mich hat eure Musik berührt und das können mir, glaube ich, auch eure Fans dazu stimmen. Was berührt euch, beziehungsweise was ist eure Faszination für euren Beruf? Also was motiviert euch, Tag für Tag auf die Bühne zu gehen und sagen so, hey Leute, hier sind wir? Ja, wir sind ja nicht nur auf der Bühne, wir sind ja auch Dozenten, wir sind ja auch Pädagogen, sage ich mal. Mary leitet verschiedene Chore und ich mache verschiedene Workshops mit Kindern, mit Erwachsenen. Und das ist meine Botschaft, also Botschaft ist ein bisschen übertrieben, aber ich gebe Unterricht und das gibt vielen Leuten, gibt das einen Ausgleich zum Berufsleben. Und wenn wir Konzerte machen, dann wir kriegen oft die Message, oh, herrlich, einfach mal weg, eintauchen. Also einmal für sich selber, dieses Intensive, das ist sehr intensive Musik, die ist auch sehr verhalten zum Teil. Und ja, wieder dieses Politikum, dieses doch eine Message zu haben, guck mal genau hin, was hier passiert. Und die sind sehr aktuell, die Songs, die wir heute Abend machen. Ne? Und wenn man die Nachrichten guckt, passen die sehr gut. Ja, ja, und das natürlich haben wir eine Leidenschaft für die Musik und wir haben das große Glück, dass wir unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Das ist ja quasi schon das perfekte Schlusswort. Dann recht herzlichen Dank euch beiden, dass ihr nochmal kurz die Zeit genommen habt und wünsche euch natürlich ganz viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Auftritt und hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ja, danke schön. Und euch auch wünsche ich ganz viel Spaß bei dem Konzert und das waren das Duo Reo y Nana. Sueño con serpientes, con serpientes de mar. Ay, de pomar, ay, de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al con mucho más infierno en digestión.